Wir erklären, wie Sie von unserem Datenschutzberatungsverfahren profitieren können. Das ist Anna. Sie möchte die seltene Krankheit, an der sie gerade forscht, besser verstehen. Eine Studie mit Patienten aus möglichst vielen Kliniken in ganz Deutschland soll ihr dabei helfen. Um die Probanden und sich selbst datenschutzrechtlich abzusichern, benötigt sie ein entsprechendes Konzept. Doch Anna ist unsicher. Was muss sie dabei alles beachten? Sie hat sich umgehört. Dabei wurde ihr die TMF empfohlen, die Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung, dient Forschern deutschlandweit dazu, Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig in ihrer Arbeit zu unterstützen. Zum Beispiel hilft die Arbeitsgruppe Datenschutz Anna dabei, ein rechtssicheres Datenschutzkonzept für ihre Studie zu entwerfen. Aber wie? Arbeitsgrundlage der AG Datenschutz ist ihr interdisziplinäres Know-how. Die klinische Praxis immer im Blick haben ITler, Forscher und Datenschutzexperten den Leitfaden zum Datenschutz in medizinischen Forschungsprojekten entwickelt. Eine Sammlung von generischen Konzepten, deren Verwendung von der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder empfohlen wird. Anna wählt das für sie passende Modul aus und erstellt auf dieser Grundlage ein konkretes Datenschutzkonzept für ihre Studie. Checklisten, Mustervorlagen und Online-Tools helfen ihr dabei, wichtige Schlüsseldokumente zu erstellen. Zum Beispiel die Einwilligungserklärung für Patienten. Den ersten Konzeptentwurf sendet Anna an die Geschäftsstelle der TMF. Ist das Datenschutzkonzept weit genug ausgearbeitet, wird es an einen Berichterstatter der AG übergeben. Dieser gibt Anna ein erstes Feedback und beantwortet Rückfragen. Zudem wird ein Termin vereinbart, an dem sie das Konzept der AG Datenschutz vorstellen kann. Nach der Präsentation wird Annas Datenschutzkonzept diskutiert. Außerdem bekommt sie wertvolle Tipps und Hinweise zur Verbesserung. Wenn sie alles eingearbeitet hat und das Konzept den Anforderungen entspricht, kann die AG darüber hinaus ein positives Votum abgeben. Dieses unterstützt die gesetzlich geforderte Vorabprüfung und kann auch bei einer späteren Prüfung durch die Aufsichtsbehörden helfen. Anna ist begeistert. Ihr Konzept wurde von der AG mit einer positiven Stellungnahme versehen und auch von den Datenschutzbeauftragten der beteiligten Studienzentren akzeptiert. Erfreut erzählt sie ihrem Kollegen Markus davon. Dieser kann sich jedoch nicht richtig für sie freuen. Sein selbstentwickeltes Datenschutzkonzept für eine Biobank wurde von der Datenschutzbeauftragten seines Klinikums als mangelhaft abgelehnt. Anna empfiehlt ihm, sich ebenfalls an die AG Datenschutz der TMF zu wenden. Diese hilft in jedem Stadium einer Konzeptentwicklung und bei ganz unterschiedlichen Forschungsprojekten weiter. So klappt es sicher auch bei ihm. Und tatsächlich, dank des Angebots der TMF konnte auch Markus sein Konzept erfolgreich überarbeiten und hat nach einer positiven Stellungnahme der AG Datenschutz die Zustimmung seiner Datenschutzbeauftragten erhalten. Nun stehen dem Aufbau seiner Biobank ebenso wie Annas Studie keine Bedenken der Datenschützer mehr im Wege. Die Beratung der AG Datenschutz ist nur eines von zahlreichen Unterstützungsangeboten der TMF für medizinische Forscher. Sprechen Sie uns an.